So Leute, wir haben etwas sehr Interessantes bekommen. Ich wollte erstmal kein Video dazu machen, weil ich das nicht groß genug für ein Video fand. Aber ich habe noch einen kleinen Zusatz gefunden, den wir nochmal im Anschluss des Videos reinpacken werden. Deswegen dachte ich, hey, machen wir doch mal was dazu. Und zwar haben wir von Yonko Broad einen Scan zum Dragon Ball Super Broly Film. Was könnte es denn auch anderes sein? Und da ist eigentlich nicht viel Neues dabei, aber doch irgendwie schon. Und zwar sehen wir erstmal Broly mit keinen Pupillen und den Super Saiyajin Haaren ist im Prinzip erstmal nicht so krass was Besonderes. Wir sehen auch, dass das Halsband hier nicht ein Teil davon ist. Und von den ganzen Screenshots, die wir bekommen haben, denke ich langsam echt, dass dieses Halsband, was wahrscheinlich dafür da ist, damit Paragus ihn kontrollieren kann, nicht so lange ein Teil vom Film sein wird. Also, dass Broly sich sehr, sehr früh aus der Kontrolle seines Vaters befreien wird, wenn es denn wirklich so sein wird. Und rechts daneben haben wir einen Screenshot von dem Broly, der von den Fans ganz, ganz gerne mal Base Broly genannt wird. Und zwar sehen wir hier Broly mit den gelben Pupillen. Und wie gesagt, wir haben die ganzen Instagram- und Facebook-Memes, dass Base Broly Goku und Vegeta in dem Blue, in dem God und was auch immer schlägt. Aber wie gesagt, wir sehen es im Trailer vom Dragon Ball Super oder vom Teaser-Trailer zum Film, dass Broly mit den gelben Augen eine andere, neue Form sein wird. Es ist dieser kleine Toriyama-Aspekt, der da noch mit reinkommen wird. Und aktuell haben wir keine Informationen darüber. Also diese Form von Broly damals mit den quasi blauen Haaren, so ein wenig wegen dem Licht auch, die wird es hier nicht geben. Wir wissen, dass die Super Saiyajin-Form von Broly ein Teil davon sein wird. Auch Toyotaro hat schon im Manga ein Bild davon gezeichnet. Und wir wissen, dass der Super Saiyan Berserker, den wir von Kell gesehen haben, ebenfalls von Broly ein Teil sein wird. Und wir wissen auch hier, dass dieser Broly viel, viel stärker sein wird. Also dieser Super Saiyan Berserker scheint wirklich viel, viel, viel stärker zu sein als der von Kell. Und wir haben diese Form mit den gelben Augen, über die wir aktuell keine Informationen haben. Aber es wird der Grund sein, mehr oder weniger, warum es Broly schaffen kann, mit diesen Super Saiyan Göttern mithalten zu können. Aber dazu, wie gesagt, wenn wir dann im Film oder beim nächsten Trailer ein bisschen mehr erfahren. Darüber hinaus haben wir unseren Boy, der clean aussieht, der richtig clean aussieht, und zwar Super Saiyajin Vegeta. Er sieht wirklich mega, mega, mega krass aus und ich weiß nicht, Super Saiyan God zu sehen, also Super Saiyan God Vegeta zu sehen, ist für mich einfach so schön, weil Super Saiyan God Vegeta ist eine Form, oder allgemein, der Super Saiyan God ist eine Form, das hat Goku ja selber veranschaulicht, im Turnier der Kraft ist es eine Form, die einen krassen Power-Output liefert, also dass Goku sehr, sehr stark sein kann, ohne dass er viel Energie verschwendet. Eine förmlich geschaffene Form für das Turnier der Kraft, und Vegeta hat es im Anime nicht eingesetzt. Warum hat das nicht eingesetzt? Weil das Anime-Studio Toonimation sich vermutlich ein bisschen davor gescheut hat, das Ganze zu verwenden. Denn der Super Saiyan God ist etwas, was nicht so gut erklärt worden ist im Anime von Dragon Ball Super. Und zwar, der Super Saiyan God ist damals entstanden als Ritual. Also durch 5 andere gute Saiyajins konnte Son Goku in diese Form reintappen. Bei Vegeta ging es ähnlich, aber anders. Vegeta hat mit Goku bei Whis trainiert, aber bevor das stattgefunden hat, war er mit Whis alleine am Trainieren für eine gute Zeit. Ich glaube, das waren 6 Monate. Auf jeden Fall, in dieser Zeit hat Vegeta durch Ki-Controller es geschafft, sich den Super Saiyan God selbst anzutrainieren, weil der Super Saiyan God, Super Saiyan, also der Super Saiyan Blue, funktioniert nicht ohne diese Form von davor. Also der Super Saiyan God ist quasi die Base, wenn man ein Gotteswesen ist, und wenn man dann im Super Saiyan God, also symbolisch gesehen, wenn man im Super Saiyan God Super Saiyan wird, dann wird man Super Saiyan Blue, und so kommt diese Form zustande. Ich denke mal, die meisten von euch wissen das, aber ich sehe immer noch Leute, die wirklich fragen, werden die das im Film erklären, aber es gibt hier nicht viel zu erklären. Es war vornherein klar, dass Vegeta diese Form hat, nur der Anime hat das nicht gezeigt. Taro hat schon lange vorher diese Form gezeigt, im Goku Black Arc hat Vegeta sie angewendet, also ist da nicht wirklich irgendwas mit bei, was so besonders ist oder so. Vegeta hat diese Form und jetzt wird die gezeigt, weil hier wird auch gesagt, dass Broly im Kampf immer stärker und stärker wird. Das ist ja so ein altes Feature von ihm, was wir auch aus dem Film kennen, und das wird in dem Film, also in dem Dragon Ball Super Film, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, denn Broly wird vermutlich mit Goku und Vegeta anfangen zu kämpfen, das Ganze wird auf einem Low-Niveau sein, und desto länger dieser Kampf angeht,
geht, desto stärker und explosiver wird Broly werden. Und es wurde auch gesagt, dass er eine Zerstörungskraft hat, die einem Gott der Zerstörung nahe kommt. Und deswegen wird diese Umgebung, wo sie kämpfen, auch immer mehr und mehr zerstört werden. Und deswegen sehen wir auch Super Saiyan God Vegeta, weil in diesem Film werden wir vermutlich jede Form sehen. Wir werden Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God und sehen. Ich denke, Goku und Vegeta werden mit Broly kämpfen und dann jede Form ausprobieren. Weil die Sache ist halt die, wenn Broly gegen Gegner kämpfen würde, die wirklich ernsthaft sein würden, um Broly zu besiegen. Sagen wir mal, Broly bedroht die Erde und kämpft gegen Naruto und Sasuke. Nur als Beispiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass Naruto und Sasuke irgendwie gegen ihn gewinnen können oder so. Keine Sorge, bitte macht diese Power-Scale-Kommentare nicht. Ich möchte nur ein Beispiel von der Persönlichkeit liefern. Wenn es von der Persönlichkeit gehen würde, dann würden Naruto und Sasuke den schnellstmöglichen Weg suchen, um Broly zu besiegen. Also Kyuubi-Modus und was auch immer. Die würden sehr, sehr schnell gegen ihn kämpfen wollen, um ihn schnell zu besiegen. Weil das einfach in der Natur liegt von denen. Die Saiyajins sind aber ein bisschen doof im Kopf. Die haben eine kleine Macke im Kopf. Das heißt, Goku und Vegeta werden ein sehr, sehr fettes Lächeln im Gesicht haben und jede Form mit Broly ausprobieren, um Broly immer stärker und stärker werden zu lassen. Das ist in ihrer Natur. Wenn Son Gohan dabei wäre, würde er auch sagen, hey, können wir den nicht mal schnell besiegen? Aber Goku und Vegeta alleine, die werden auf jeden Fall Broly alles ausprobieren lassen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob wir eventuell Super Saiyan 3 Vegeta sehen würden, weil wäre schon krass Fanservice, aber man kann auch hier sagen, dass er die Form halt nicht hat, aber ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall wäre es hier ziemlich interessant, wie ich finden würde, weil man kann hier sehr viel Fanservice reinbringen. Also der Film wird allgemein sehr, sehr viel Fanservice beinhalten, das ist auf jeden Fall hier sehr, sehr stark klar. Ich finde auch, der Vegeta-Screenshot sieht ein bisschen so aus, als ob er warten würde, entweder weil Paragus vielleicht was erzählt, vielleicht wird es eine Sequenz sein, wo Story-Inhalt reingebracht wird, oder Broly transformiert sich gerade und ja, Vegeta guckt zu, wäre auch eine Möglichkeit hier. Ich denke nicht, dass Vegeta im Super Saiyan God zugucken würde, wie Goku kämpfen würde, obwohl es eigentlich möglich wäre, weil Super Saiyan God ist halt kein großer Kraftverbrauch, deswegen mal gucken, vielleicht nehmen die halt Turns, also nehmen die verschiedene Züge, dass Goku und Vegeta sich abwechseln, fände ich auch hier sehr interessant, weil Vegeta wird den Kampf beginnen, das sehen wir durch den Trailer, und Goku will wahrscheinlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben, deswegen kann es hier sehr interessant werden, und ich wollte den zweiten Part von dem Video hier nutzen, um einen Inhalt zu liefern, den ich eigentlich eigenständig hochladen wollte, aber es bietet sich einfach zu sehr an, deswegen dachte ich mir, hey, packe ich das hier rein, und zwar habe ich letztens nachgedacht, wie man der Story näher kommen kann, und die Sache ist die, wir haben Toyotaro und Toyotaro ist der Mangaka von Dragon Ball Super. Momentan steht Toyotaro natürlich ein bisschen in der Kritik wegen dem letzten Manga-Chapter, aber es bleibt der Fakt, dass Toyotaro auf jeden Fall viele gute, neue, erfrischende Ideen hat. Manchmal kann er vielleicht über die Stränge schlagen, er ist ja auch noch etwas jung im Mangaka-Business, wenn man das wirklich so sagen möchte. Und ich habe letztens an Dragon Ball F gedacht. Dragon Ball F ist ein Fan-Manga von Teubel, der dann später zu Toyotaro wurde. Und in diesem Fan-Manga geht es um die Geschichte nach Dragon Ball GT, wo Saiko auftaucht, ein Genexperiment mit Son Goku und Freezers Mutter. Ja, sehr abgespaced, ich weiß. Auf jeden Fall in dieser Story, die übrigens nichts mit Dragon Ball Super zu tun hat, es geht mir nur um die Ideen, die Toyotaro hatte. Und zwar kann man viele Facetten von Dragon Baller F mit quasi Dragon Ball Super vergleichen, zum Beispiel Psycho. Das Konzept ist sehr, sehr ähnlich zu dem von Goku Black, aber das ist auch etwas, wo noch viel, viel mehr mit reinspielt. Auf jeden Fall, in diesem Manga, Dragon Baller F, gibt es auch Broly. Broly tritt da auch auf und hat eine Story, aber Dragon Baller F endet leider sehr, sehr abrupt, deswegen wissen wir nicht, wie die Vision von Toyotaro aussah, was er mit Broly machen wollte. Aber so ein wenig was sehen wir. Und das könnte für den Film sehr interessant werden. Und zwar, wir sehen, dass Goten und Trunks ihn wiederbeleben, weil die ihn halt brauchen für so eine Art Ritual, sage ich einfach mal. Und die Sache ist die, es wäre auch vielleicht ein gutes Filmende, wenn Goku und Vegeta am Ende gegen Broly gewinnen und dann Broly am Ende töten und ihn wiederbeleben, weil sie denken, hey, er ist ein Saiyajin, er ist quasi einer von uns und er vom Kern her ist nicht böse. Er ist nur böse aufgewachsen und sein Vater hat einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf ihn gehabt. Deswegen wäre es eigentlich ziemlich unfair, ihn wirklich jetzt einfach sterben zu lassen, weil Broly nicht wirklich ein Leben hatte. Und das ist auch sehr interessant. Und zwar hoffe ich sehr stark, dass Toriyama es schafft, die emotionale Komponente in diesem Film sehr gut zu verknüpfen, weil Broly ist vom Konzept ein Charakter, der sehr viel Stuff, was das angeht, also Gefühlslagen, in Dragon Ball Super reinbringen kann, weil Broly ist jemand, der aufgewachsen ist mit Paragus, der wirklich mit dem Gedanken gelebt hat, dass seine Rasse, die Saiyajins, ihn verstoßen haben, wo ich denke, dass es auch so bleiben wird vom Plot her, vom ersten Broly-Film. Auf jeden Fall, Broly ist aufgewachsen und hatte nicht wirklich eine Kindheit. Und deswegen denke ich auch, dass Goten und Trunks eine wichtige Rolle spielen können. Ich denke wirklich, Goten und Trunks, dieses Kindliche von denen, könnte für Broly sehr, sehr wichtig sein. Und deswegen kann ich mir hier sehr guten Plot vorstellen mit denen. Ich denke sowieso, was hier wichtig ist, ist Familie und Liebe. Hört sich sehr, sehr kitschig an, aber das könnte für Broly extrem wichtig sein. Weil auch in Dragon Ball F sehen wir, dass quasi Vegeta Broly auffällt und Broly dann in der Capsule Corporation ist und mit Bra redet. Und da ist eine kleine Love Story im Gang,
gegangen. Und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das Ganze zwischen Kale und Broly in ähnlicher Manier funktionieren könnte. Und deswegen denke ich mir hier wieder, vielleicht könnten sie wirklich Broly wiederbeleben und vielleicht könnte Broly sogar in Universum 6 leben bei den Saiyajins, bei den guten Saiyajins und dann gut aufwachsen. Das wäre irgendwie doch ein symbolisches, schönes Ende, wenn Broly wirklich wieder da wäre und dann normal aufwachsen würde, seine verlorene Zeit quasi nachholen würde. Würde ich auf jeden Fall hier sehr, sehr gut finden. Und auch die Sache mit Vegeta und Broly ist sehr interessant. Ich denke, Vegeta und Broly werden sehr viele Interaktionen miteinander haben und eventuell könnte Vegeta auch jemand sein, der sich dann im Nachhinein Broly annehmen könnte, der Broly wirklich unter seine Fittiche nehmen könnte. Also ich denke, dass Broly wirklich dem Cast beitritt, ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, es ist kein Gegner, der irgendwie von Grund auf böse ist und Dragon Ball Super hat sowieso eine wirkliche krasse Serie davon gezeigt, dass ihre Antagonisten sich mit den modernen Antagonisten aus Shonen-Anime sehr stark geändert haben. Zum Beispiel Naruto. Naruto ist so, dass jeder Antagonist eigentlich im Kern nicht böse ist. Bei One Piece ist es oft so, dass viele Antagonisten ja doch böse sind, aber sich dann ändern können. Das ist da auf jeden Fall auch sehr, sehr stark vorhanden. Und auch bei Bleach kann man das so ein wenig sagen, obwohl es da ein bisschen anders ist. Und deswegen, wir sehen Goku Black und Zamasu, die böse waren, aber vom Konzept her nichts Böses wollten. Wir sehen Jiren, der überhaupt kein Antagonist war, der böse war, wie zum Beispiel ein Buu oder so. Wir sehen auch Buu selbst, der dann am Ende auch gut geworden ist. Also haben wir wirklich eine Historie davon, dass die Antagonisten nicht mehr dieses pure Böse sind, was Freezer damals ausgestrahlt hat, was er zurzeit auch nicht wirklich mehr ist. Mal sehen, was der Film zeigen wird. Auf jeden Fall denke ich, dass Broly dann Teil von der Truppe Z wird, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Und die Sache ist auch die, wenn Broly Teil davon wird, weil Broly ist ja ein Charakter, der sehr, sehr populär ist. Und ich denke, es hat einen kleinen Kaba-Effekt, weil damals, ich erinnere mich nochmal zurück, als gesagt worden ist, dass im Dragon Ball Super Manga ein Saiyajin aufgetaucht ist, nämlich Kaba, hat es sehr viele Fans zurückgeholt. Sehr, sehr viele Fans waren dann wieder auf den Dragon Ball Super Train. Und ich denke, bei Broly ist es jetzt genauso. Ich denke, jetzt hat Dragon Ball Super schon viele Fans gewonnen, weil Broly wieder da ist. Und das ist allgemein schon sehr interessant. Aber wenn gesagt wird, dass Broly in Anführungszeichen gut geworden ist, denke ich, wird das noch mehr Fans reinholen. Und es würde auch gut klappen, weil da könnte man Vegeta und Goku von dem Planeten Erde vielleicht mal wegnehmen und dann eine Story machen mit Broly, Gohan, Piccolo, was auch immer. Also da ist storytechnisch sehr viel möglich und deswegen bin ich sehr gespannt, was man damit machen wird. Das wäre es auf jeden Fall gewesen von dem Video hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr stark über einen Daumen nach oben auf dem Video hier freuen und ein Abo für den Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und ja, schreibt doch einen Kommentar zu dem Video hier. Bis dahin, haut rein!